Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu meinem ersten Commentary, ja, zu Battlefield 4. Das ist auch das letzte Video zu Battlefield 4 erstmal. Am 31.10. geht es dann weiter. Da starten wir dann in den Singleplayer. Denn die Beta ist leider vorbei. Viele haben es wahrscheinlich schon mitgekriegt, die ein 64-Bit-System haben, dass da gerade das Ganze ja geclosed wurde. Die werden jetzt ordentlich patchen, schätze ich mal, beziehungsweise an einem Patch arbeiten, der dann bei Release kommt. Denn da gab es ja reichlich Fehler. Also ich zumindest hatte nicht so viele Fehler gesehen, außer jetzt grafisch so ein bisschen, und das Spiel ist ein paar Mal abgeschmiert, aber mein Gott. Viele hatten aber ja Performance-Probleme. Hatte ich jetzt eher weniger. Also die Framerate war eigentlich immer relativ weit oben. War okay. Aber naja. Wir starten auf jeden Fall dann am 31.10. wieder mit Battlefield durch, Singleplayer und zwischendurch dann auch Multiplayer. Na gut, was ist ein Commentary? Ein Commentary ist eigentlich ein Video, was ich ja schon mal in der Vergangenheit aufgenommen habe und quasi jetzt aktuell drauf spreche. Also ich spiele es gerade nicht, deswegen ist es auch vorgespult. Das sieht man vielleicht, ich bin nicht so schnell, ne? Naja. Jedenfalls, kommende Spiele auf meinem Channel. Wir werden uns am 25.10. Batman vornehmen, also Batman Arkham Origins. Das ist der Release-Termin. Und ich werde mich da, ich glaube, ab 1 Uhr nachts oder so ist es dann spielbar, keine Ahnung. Ab da werde ich mich dann hinsetzen, das Ganze aufnehmen, und am gleichen Tag erscheint das dann noch für euch. Da schauen wir uns mal an, wie das Spiel so wird. Bisher waren ja die zwei Battlefield. Die zwei Batman-Titel relativ gut, fand ich zumindest. Und ich hoffe, die haben nochmal eine Schippe draufgelegt. Es gibt ja auch diesmal einen Multiplayer. Mal gucken, ob wir uns den anschauen. Vielleicht mal in einem Ben testet. Wäre vielleicht mal interessant. Könnt ihr mal reinschreiben, falls ihr das sehen möchtet. Ansonsten mache ich einfach mal so eins. Mal gucken, wie die Zeit da ist. Ja, Watch Dogs wurde ja leider verschoben auf 2014. Das heißt, wir müssen uns da noch ein bisschen gedulden. Aber umso besser eigentlich, weil da können sie noch ein bisschen an dem Spiel schrauben. Ich weiß ja nicht, wie gut es lief, wie schlecht es lief. Es ist schon gut, wenn sie sich dann noch ein bisschen drauf konzentrieren, damit das Spiel auch gut wird, ne? Es ist ja so immer so eine Sache, wenn das Spiel so schnell wie möglich rauskommt, da tauchen natürlich viele Fehler auf. Kommen dann natürlich dementsprechend auch viele Patches raus. Und das ist dann meistens ein bisschen nervig. Genau, so Battlefield ab 31.10. habe ich ja schon mal gesagt. Und ansonsten gibt es noch Wolfenstein. Wolfenstein soll ja Ende 2013 erscheinen. Mal gucken, ob es auch wirklich da kommt. Ich schätze mal schon, weil noch haben sie nichts gesagt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ist auf jeden Fall auch wieder ein Ego-Shooter. Also wir haben diesmal so Ende des Jahres haben wir immer so viele Ego-Shooter. Auf jeden Fall sehr interessant. Na, mal gucken. Grafisch auf jeden Fall wird's ordentlich heftig. Ich bin mal sehr gespannt, ob das mein Rechner überhaupt aushält. Das müssen wir uns dann mal angucken. Naja, die Fehlverlosung übrigens, falls es der ein oder andere noch nicht mitbekommen hat, wir haben ja so nebenbei so eine kleine Verlosung am Start gehabt. Kommt immer am Ende des Videos, dass ich das nochmal dort ja erkenntlich mache. Auf jeden Fall haben wir jetzt 16,50 € zusammen. Das ist schon mal eine ganze Menge. Das sind, glaube ich, über 100 Kommentare gewesen. Also pro Kommentar 25 Cent. Ich rechne das jetzt nicht im Kopf aus. Und genau, wenn ihr jetzt einen gewissen Betrag erreicht, dann könnten wir theoretisch ein Spiel rausschmeißen. Je nachdem, Battlefield 4 zum Beispiel, da müsst ihr dann einfach nur, wie gesagt, Kommentare machen, Fails finden. Und das mit Zeit in die Kommentare schreiben. Wäre im Grunde eigentlich gar nicht so schwer. Wer mitmachen möchte, ist hier willkommen. Das geht ja auch eigentlich ganz schnell. Man muss sich ja nur das Video angucken, ein bisschen nebenbei posten, und dann hat man eigentlich schon das Ding in der Tasche. Und aus diesen Leuten, die mitgemacht haben, wähle ich dann entsprechend einen aus, beziehungsweise natürlich mit Zufall. Ich kann ja nicht einfach einen auswählen. Mit Zufallsgenerator schmeiße ich dann euren Namen rein. Je nachdem, wie viele Kommentare ihr gemacht habt, kommt er dann auch in dem Topf öfter vor. Also es ist ratsam, da regelmäßig mitzumachen, beziehungsweise sich mal so ein paar Stündchen zu nehmen und mehrere Videos anzuschauen und Fails zu finden.
Ihr könnt in einem Video eigentlich schon mehr als 10 Fails finden. Das ist schon, ja, eigentlich ziemlich viel. Na gut, aber egal. Ihr könnt auf jeden Fall mitmachen, wenn ihr möchtet. Kleiner Tipp: Battlefield 4 Videos. Da sind auf jeden Fall viele Fails zu finden. So, habe ich jetzt alles gesagt. Assassin's Creed ab 21.11. ist der PC-Release. Da stürzen wir dann, uns dann in die Karibik als Pirat, als der Vater von. Wie hieß denn der nochmal? Scheiße. Jetzt habe ich den Namen von dem vergessen. Egal, der Vater von Connor, ne? Also dessen Vater. Den spielen wir dann. So. Ich bin mal gespannt. Mal sehen. Soll ja auch wieder grafisch ein bisschen aufgeschraubt sein. Vor allen Dingen so im Wald, wo sich dann alles Mögliche bewegt bei einem Sturm und so weiter. Das ist schon ziemlich heftig, was da verlangt wird von so einem PC. Bin mal gespannt, ob das meiner aushält. Da bin ich echt gespannt. Ja, Multiplayer gibt es ja da auch. Mal gucken, ob wir uns da mal reinfuchsen. Haben wir ja da drei auch gemacht. Mal sehen, wie die vier wird. Vielleicht ist das wieder derselbe Kram. Ach, wir schauen einfach mal. Wir haben ja genug Zeit für sowas. Na gut, ich würde sagen. Danke fürs Zusehen. Ihr könnt jetzt hier noch ein bisschen den restlichen Teil genießen des Filmes, wollte ich jetzt sagen. Ist eigentlich kein Film. Das Spiel ist hier. Es dauert nicht mehr lange. Ich habe ja ein bisschen vorgespult. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, was Saints Row sein wird. Und auch demnächst wieder Minecraft mit Zombie Bee. Soll demnächst wieder starten. Ich hoffe doch mal. Ansonsten, wir sehen uns. Tschüss! I need a mechanic!